Ja, es war wieder eine Seelenreise, muss man sagen. Und das macht ja auch dieses Rennen aus, weil es gibt ja nicht nur Höhen, wenn man da 17, 18 Stunden unterwegs ist. Da ist es ja nicht nur immer super, sondern gibt es ja auch Situationen, wo es ganz schlecht geht. Und das gehört genauso dazu. Das ist ganz wichtig, weil wenn du vom Startweg bis ins Ziel nie das hast, dann hast du gar nicht die Emotionen. Und das ist, macht ja, glaube ich, das Rennen aus. Für uns war das eine besondere Motivation zu starten, weil eben heuer die österreichischen Meisterschaften ausgetragen worden sind. Und umso schöner ist, dass wir da halt auch als Erstes eingefahren sind. Es ist nahezu wie geplant verlaufen und natürlich im Müllviertel, da sind wir daheim, da kennen wir alles in- und auswendig, das haben wir genützt und haben dann ja, eigentlich den Plan nahezu durchgezogen bis ins Ziel. Ist extrem wichtig, jeder hat seine Schwächen über so einen langen Zeitraum und wenn man sich gut versteht, dann hat man auch die Offenheit, dass man miteinander redet und sagt, fahr du bitte ein bisschen länger, mir geht's gerade nicht so gut oder ja. Also das funktioniert einfach tadellos bei uns zwei. Wie ich schon gesagt habe, das war ein sehr, sehr hartes Rennen für mich. Ich habe etliche Problemchen gehabt und ja, das Ding macht es jetzt noch umso schöner, die ganze Geschichte. Also das Hauptproblem ist definitiv die Wasserversorgung. Ich habe mir im Vorfeld schon ein bisschen angeschaut, wo ich diese Brunnen finde, aber durch das, dass es so heiß war gestern, die Strategie ist am Anfang gar nicht angefangen. Ich habe so Wasser sparen müssen. Und ja, ich bin dann mit den letzten Tropfen zu meinen ersten Brunnen gekommen und dann ist da viel hingegangen. Dann habe ich fast das Doppelte getrunken wie vorher und das hat sich erst dann mitten in der Nacht wieder normalisieren angefangen. Anzubordet ist das Rad so schwer, also das hat ja sicher 13 bis 15 Kilo irgendwo, ein Haufen Wasser aus dem Gepäck. Das ist ein riesen Unterschied. Die Langdistanz ist natürlich auch extrem, aber da hat man halt ein leichtes Rad, da ist immer leicht zum Fahren. Und so, ja, das Rad ist schon ein ziemlicher Klotzen. Mit einem Sieg, glaube ich, kann man nicht rechnen. Unsere persönliche Zielsetzung war, dass wir die Zeit von einem der besten Amateure vom letzten Jahr, dem Herrn Daniel Klug, zu zweit schaffen. Und das war unsere persönliche Zielsetzung und die haben wir mit Ach und Krach geschafft. Und über das sind wir mindestens genauso happy wie über den Sieg in der Business-Wertung. Ja, wunderbar. Ich bin einfach mega glücklich, dass ich es geschafft habe. Das war das Ziel. Der Plan ist aufgegangen und auch wenn es unglaublich hart war, bin ich einfach mega froh, dass ich dran geblieben bin. Highlight hat es viele gegeben, also angefangen von den Fans bekannter und unbekannter Natur, die immer wieder am Straßenrand gestanden sind und Gas gegeben haben. Das pusht irrsinnig. Mir geht es jetzt im Moment gut, aber jetzt die letzten Stunden waren einfach, meine Beine waren kaputt. Der Mondsee hier hinter, der war jetzt auch sehr schön, aber ich war eigentlich viel zu kaputt, um das so richtig zu genießen. Aber doch landschaftlich sowieso ein Traum. Wir waren schon öfters hier und kommen immer gerne wieder. Sehr schön hier.